Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind in Trains unterwegs und schauen uns die ProTrain Sauschwänzlebahn an. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir diese Strecke nicht mal ansehen kann. Und das tun wir jetzt auch. Ich habe da 3D-Zug angefragt, ob sie die Strecke zur Verfügung stellen würden für ein Video. Das haben sie auch gemacht. Da danke auch an 3D-Zug für die Bereitstellung von der Strecke. Ja, die Strecke selber kostet $35, kann im Trains-Portal entsprechend gekauft werden und kommt mit 4 Aufgaben, die man per se machen kann. Und eine dieser Aufgaben schauen wir uns an, und zwar gerade die erste mit dem Namen Sprinter. Beschreibung davon ist: Heute ist eine Aufgabe, Fahrgäste von unserem Startbahnhof Weizen über Pfützen, Äpfenhofen nach Blumberg-Zollhaus zu fahren. Zusätzlich wurde ein Dienstwagen angehängt. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir die Aufgabe mal starten. Sollte nicht allzu lang dauern. Und dann sollte man gleich drin sein bei unserer BR50, die mit der Strecke mit dazu kommt. Und da ist sie auch schon. Guten Morgen, heute ist eine Aufgabe, Fahrgäste von unserem Startbahnhof Weizen über Pfützen, Äpfenhofen nach Blumberg zu Hause fahren. Zusätzlich wurde ein Dienstwagen gehängt. Also der gleiche Text nochmal. Gute Fahrt. Funkspruch, freie Fahrt. Ja, bevor wir hier losfahren, würde ich sagen, gehen wir mal schnell in die freie Kamera und schauen uns das mal an. Also das ist die wunderbare BR50 hier, mit der wir heute fahren, inklusive den Wagen hier hinten und noch den Dienstwagen. Und schauen wir uns mal hier um. Es sieht doch schon mal überhaupt nicht schlecht aus, so von der Landschaftsgestaltung her. Ja. Doch, ich hoffe, der Rest der Strecke schaut genauso aus. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Lok und dann geht's los. Wir fahren mit der einfachen Steuerung. Dann können wir uns auf die Strecke an sich konzentrieren und los geht's. Wir machen die Lichter natürlich an. Ein kleiner Pfiff. Und los geht's. Sehr gut. Den Hall fand ich jetzt ein bisschen eigenartig. Aber ansonsten, schöner Sound von der 50er. Sehr schön. Ein bisschen schneller können wir noch fahren. Okay, mit einem kmh sind wir drüber. Ich habe das Spiel mal etwas leiser gemacht. Noch ein bisschen laut. Und das wäre dann jetzt auch schon meine erste Kritik an der BR50 bzw. an dem Rollmaterial hier. Die Wagen hier hinten, die sind unglaublich laut. Da hört man dann de facto die Lok nicht mehr. Und wenn wir jetzt mal hier hinten zum Dienstwagen gehen. Ich glaube, es sind die hier, die ja recht laut sind. Da würde ich mir wünschen, dass die etwas leiser sind. Aber ansonsten vom Modell her sieht es eigentlich schön aus. Kann man nichts sagen. Wir haben auch bei den Wagen eine Innenansicht. Hier mal eine. Auch hier die Gestaltung wirklich schön gemacht. Nicht schlecht. Kann man hier wunderbar Passagier spielen. Wie sieht es denn aus mit den anderen Wagen, zum Beispiel den hier. Wie ist da die Innenansicht? Ja, doch. Sieht gut aus. Gefällt mir. Kann ich mir gut vorstellen, hier mal ein bisschen drin zu sitzen, um einfach nur die Strecke zu genießen. Haben wir auch eine Ansicht bei dem Dienstwagen? Nein, leider nicht. Schade.
Gut. Ab zu unserer Dampflok. Ja, so muss eine Strecke aussehen, die gut ausgestaltet ist. Okay, da ging der Baum mal ein bisschen in die Straße rein. Details, aber das sieht ja mal richtig geil aus. So, unsere Dampflok an sich sieht auch nicht schlecht aus. Etwas dunkel, aber eigentlich ganz okay. Kann man nichts sagen. Alles schön scharf. Und wenn es dann doch mal ein bisschen unscharf wird, dann könnte es ein bisschen an meinem Setup liegen. Denn ich mache das Ganze auf 4K, was eigentlich nicht unterstützt ist. Aber es sieht trotzdem wirklich sehr gut aus. So, hier hätten wir Lausheim und Blumeneck. Und da sollen wir einmal pfeifen. Was ich jetzt hier bei der Strecke nicht bewerten kann, ist, wie realitätsgetreu das umgesetzt ist von der Gestaltung her und von der Strecke an sich. Da ich in echt noch nicht gefahren bin, wenn ihr die Strecke aber per se kennt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben, wie hoch der Wiedererkennungswert ist. Ich für mich, dass ihr nicht kennt, muss sagen, bis jetzt sieht es mir echt sehr schön aus und auch glaubwürdig. Und was man jetzt hier gut sieht, wenn man hier vorne ist, hat man die Dampflok recht gut. Und das hätte ich gerne ein bisschen dominanter. Also gerade wenn ich hier als Lokführer drin bin. Wobei da so eine Einstellung ganz gut, dass man hier die Geräusche für die Wagen ein bisschen runterdrängen könnte. So, der erste Tunnel. Sehr nice. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was auf der Store-Seite steht zu der Strecke. Und da steht folgendes. Die Sauschwänzlebahn von Blumenberg-Zornhaus nach Weizen ist mit ihren 25,5 Kilometern Länge, 6 Tunneln und 4 Viadukten ein Teilabschnitt der im Südschwarzwald gelegenen Wutachtalbahn, welche die Hochrheinbahn mit der Schwarzwaldbahn verbindet. Sie wurde im späten 19. Jahrhundert aus militärischen Erwägungen heraus als Teil der sogenannten strategischen Umgehungsbahnen in Südschwarzwald zur Umfahrung vom neutralen Schweizer Hoheitsgebiet erbaut. Um die maximale Steigung von 10 Promit nicht zu überschreiten, wurden sie durch eine aufwendige Trassenführung und Tunnelbauten künstlich verlängert. Die große Stockhalde Kreiskehrtunnel ist mit 1700 Metern Länge der einzige Kreiskehrtunnel Deutschlands. Genießen Sie ein faszinierendes Stück Eisenbahngeschichte in den beeindruckenden Landschaften des Hommentals, des Brandenregion und der Wutachtal schlucht. Okay, also, was ist alles mit dabei? Eben die Strecke an sich. Wir haben neue Objekte, HF-Signale, die Baureihe 50 sowie die Umbauwagen AB3Y, BD3Y, B3Y sowie den Dienstwagen und auch die Fahrgastansichten in den zwei Wagen, wo wir gewesen sind. So, da haben wir eine dieser wunderbaren Brücken hier. War das hier mal zweigleisig? Platz dafür wäre da gewesen. Ja, schaut euch mal diesen wunderbaren Wald hier an. Ja, da macht es natürlich Spaß, hier mit der Dampflok zu fahren. So, weiter vorne kommt schon der nächste Bahnhof, Grimmelshofen. Da werden wir einmal ganz kurz anhalten, aber der erste Passagierhalt ist Pfützen. Ja, wirklich sehr schön. Sieht man eigentlich ganz gut, was Trains so kann. Jetzt
warte immer noch aus, dass ich mal in Trades eine Multiplayer-Session mache. Das hätte ich eigentlich nochmal Bock drauf. Da werde ich mal in unserem Discord mal fragen, ob er mal Lust hat auf eine Multiplayer-Session. Eventuell sogar mal was für ein Stream. So. Oh, schade. Das wurde außer Dienst gestellt. Fürs Erste. So, da hätten wir mal pfeifen sollen. So, und auch diese sind ausgeixt. Hätte ja eine Ausweichstelle. Funkspruch, bitte anhalten. Ah, das machen wir doch. Das war jetzt ein bisschen zu früh. So, und anhalten. Okay. Geh mal in die freie Kamera. Ja, schade, dass die ausgeixt sind. Ist es tatsächlich in der Realität auch so, dass die hier nicht mehr benutzt werden? Funkspruch, freie Fahrt, wunderbar. Oder sind da mittlerweile moderne Signale? Wenn das jemand weiß, würde ich gerne sagen. Ja, scheint so, als wäre das Ausweichgleis hier kaum in Benutzung. Okay, dann würde ich sagen, nachdem wir freie Fahrt haben, geht's wieder los. Ich glaube, das wäre eine schöne Ansicht. So. Und dann wieder auf die 75. Ja, man sieht sogar hier die Seile. Sieht man auch, wo die reingeht im Bahnhof? Das glaube ich, schauen wir jetzt mal ganz kurz nach. Es müsste irgendwo hier sein. Was sind die ganzen Gewichte? Ja, da geht es dann rein. Okay, das Haus sieht auch ein bisschen verbarrikadiert aus. 539 Meter über Meeresgrund. Okay. So, ab in unsere Lok. So, unser Zeitplan. Zeitplan Pützen, Ankunft bis 8.50 Uhr. Abfahrt dann auch gleich. Da eigentlich mal das Interface ausblenden. Tunnel werde ich einmal in einen der Wagen hinten reingehen. Einfach um zu sehen, wie dann die Soundkulisse sein wird. Wenn wir uns aber mal kurz die Karte anschauen. Oh, das ist dieser Tunnel. Schaut euch das mal an. Einmal komplett im Kreis hier rum. Damit wir hier Höhe gewinnen. So.
So sieht man die Strecke am besten. Holy shit, da kommt ja noch einiges auf uns zu, da streckentechnisch. Sieht aber sehr spannend aus, das gefällt mir. Und da oben ist dann Schluss. Okay. Ja dann, zurück zu uns. Da wären wir wieder draußen. Mensch, in diesem Tunnel dürfte es ganz schön qualmen. Oh, hier kann man so gute Screenshots machen. Wirklich richtig schön ausgestattet. Also da Daumen nach oben. Gibt da leider so gewisse Hersteller von anderen Zugsimulatoren, die es mit der Gestaltung ja nicht so genau nehmen, um jetzt mal einen Namen zu nennen, und dafür aber teilweise noch mehr Geld verlangen, als wir jetzt hier für die Strecke. Aber das hier, echt eine Augenweide. Nicht rein. Mal da. Wäre noch irgendwie witzig, wenn man hier die Fenster runter machen könnte. Nein, das muss ich nicht. Dann wäre das unser Dampflok. Auch hier auch noch ein Thumbnail. Ja, ich glaube, sowas in der Richtung wird's. Aber ohne Büsche. Sehr gut. Dann hätte ich das auch. Wie weit haben wir sie noch? Da vorne ist dann schon ein Pfützen. Sind wir ja sehr gut in der Zeit. Oh, was war? Da ist ein Busch mitten auf der Strecke. Ich glaube, das soll nicht sein. Das haben wir jetzt mal nicht gesehen. Oh, das war hier definitiv mal zweigleisig. Die hier dann im Museumsbetrieb machen, die haben wirklich eine Traumstrecke. Ah, hier funktioniert's. Nicht ausgeext. Ah, wären wir da. Sind sogar zu früh. Wenn ich jetzt natürlich noch sauber anhalten würde, wäre das super. Naja, fast perfekt. Wunderbar. So, wir gehen nochmal in die freie Kamera. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir denn da vorne? Schaut euch das mal an. Ah, wie cool. Nettes Detail. Es ist sehr nett. Oh, da steht ja sogar ein alter Bahnwagen hier.
Oh, da hat es überhaupt ein paar Ersatzteile und Co. Überreste von der Dampflok. Ein paar Schwellen. Okay, Ersatzteillager hier. Was haben wir denn da hinten? Alte Verladerampe. Und der gebaut wird. Alten Kran zur Bedeckung. Steht da wirklich so ein Kran da? Von dem Typ? Oh, könnte man was abstellen hier drin. Hier auch. Und dann geht es hier wieder raus. Pfeifen. Scheint so, als hätten wir gerade die Ausfahrt. So, dele. Gehen wir wieder zurück zu unserer Dampflok. Warten, bis es 50 wird. Und dann geht's los. Hier hinten. Steile Straßen hier. Da haben die Autofahrer bestimmt sehr viel Spaß. Okay, ab in die Dampflok. So, 8,50. Soll ich auf den Funkspruch warten? Ich warte mal bis 51. Nur zur Sicherheit. Okay, die Fahrtrichtung ist zu suchen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Oh Gott, die Lichtstimmung ist sehr passend hier drin. Passt wirklich gut. Im Morgendlichen, ein bisschen mit Nebel da hinten. Warum nicht? Na, lange Minute. So, 51. Abfahrt. So, da. Epfenhofen, 9.04 Uhr. Du bist zu spät losgefahren und erhältst keine. Wegen einer Minute? Oh, ist das gemein. Ah, shit. Wir müssen dann gewöhnen, dass es Stopp ist. Oh, Mann. Jetzt habe ich keine Punkte gekriegt. Schade, schade, schade. Ja, der Hall ist ein bisschen merkwürdig. So hat es den Hall nicht, wenn ich von hinten mir die Lok anschaue, von vorne. Aber schon. Also. Das sind einfach so meine zwei Minuspunkte erstmal. Der Sound von der BR50, zumindest von vorne. Und dass die Wagen, zumindest für meinen Geschmack, einfach zu laut sind, wenn man in der Lok drin ist. Jo, pfeifen. Sehr komisch. So, ab hier jetzt wieder 50 oder 20? 50. Okay. Das Einfahrsignal von der anderen Seite.
Was jetzt natürlich noch schön wäre, ist, wenn wir noch eine Zugbegegnung haben irgendwo. Mal sehen. Eventuell in Epfenhofen. Jetzt machen wir hier die große Schleife rüber. Wir werden ganz kurz die Karte als Referenz nehmen. Wir sind jetzt da unten, haben wir gehalten. Und fahren jetzt da quasi links am Dorf vorbei und schauen, dass wir hier Höhe gewinnen. Und da hier ebenfalls. Sehr interessante Streckenführung. Aber anders kannst du es halt nicht machen, damit du hier Höhe kriegst. Mit Zahnradbahn. Aber das macht auch nicht immer Sinn. Ah, ich hab schon wieder S gedrückt. Was war denn das? 50, glaube ich, oder? Ja. War ein bisschen etwas abrupt, es langsamer werden. Lass mal schauen, das ist doch bestimmt ein Übergang hier, oder? Hier Pfeifen, ja. Der ist komplett offen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Schauen, dass wir die Kamera irgendwie schön ausrichten. Interface aus. Ja. Ah, wie sieht es gut aus? Machen wir es so. Da hinten kommt sie. Sehr geil, sehr geil. Ja, da bin ich jedenfalls auch in echt mit der Kamera mal stehen. Die Fotos machen. Cooles Motiv. Nice. Okay, ab in die Lok. Oh, nochmal pfeifen. Ja, dürfen wir mal wieder 40 fahren. Ich glaube, ich habe es gerade richtig getroffen mit 40. Ja, sogar ein bisschen drunter. Perfekt. Warum haben wir jetzt hier pfeifen müssen? Wegen dem da vorne? Ja, weil hier ein Halt ist. Mit Imbissbude. Die Kleinen da in echt noch bedient werden bei Museumsfahrten?
der nächste Tunnel. Ach, warte mal, ich wollte mal hier reingehen. Während so einer Tunnelfahrt. Au. Ah, da wird es ein bisschen rauchig hier drin. Mach die Fenster zu. Nee, warte. Entschuldigung. Von der Sandkulisse jetzt großartig anders. Aber ich glaube, hier ist es mir zu rauchig. Oh. What's a look? Nein. Ah, ich krieg sie nicht angeklickt. Jetzt aber. Oh, 4 Minuten noch. Da vorne wird es ja schon angezeigt. Äpfelhofen. Ja, schaff mal locker. Hoffentlich kriege ich dann diesmal Punkte. Dann warte ich diesmal nicht so lange. Wahnsinn, was für eine Landschaft. Ja, vor allem ist es sogar bis hinten noch detailliert. Also, da hat sich jemand im Schwimmbad so richtig ausgetobt. Und entsprechend dann Stunden in das Ganze investiert. Denn, also rein die Hügel machen, Schienen verlegen, ich glaube, das geht verhältnismäßig nur schnell. Sehr viel Zeit geht dann drauf, das dann auch noch akkurat schön zu bauen. Also, da zahle ich dann gern meine 35 Dollar, wenn die Strecke dann so gut aussieht wie die hier. Ja, und abgesehen von diesem kleinen Sound-Issue, muss ich sagen, ist auch die Lok wirklich schön. Gefällt mir. Funktioniert eigentlich auch das hier. Auch das funktioniert. Bei der Einfahrt nach Äpfelhofen haben wir wieder 20. Ich glaube, schade, dass wir hier nicht zu schnell einfahren. Ja, knapper Kilometer. Wunderbar. Yay, 3 Sterne. Oh, geht da die Strecke da oben weiter? Sieht ganz danach aus. Diese große Schleife da hinten. Und dann da oben darauf. Sieht man so richtig schön den Höhenunterschied, den man hier macht. So. Noch die Formsignale sind in Betrieb, so wie es aussieht. Oh, 20. Extra noch gesagt. Jetzt mal schauen, dass wir hier nicht zu schnell reinfahren. Doch keine 20? Haben doch vorher nicht 20 angezeigt? Okay, bin verwirrt.
Oh, krass. Einmal über das Dorf drüber. Wahnsinn. Ah, ich bin zu spät. So, oder nee? Einmal anhalten. Sehr kurzer Bahnsteig. Ich hätte da eigentlich ein bisschen weiter fahren sollen. Der ausgewählte Zug wird nicht vom Spieler gesteuert. Ein bisschen ungünstig, dass die da schweben, aber okay. Details. ich möchte mal in der freien Kamera mal das da hinten ansehen. Nein, halt. Oh, Kamera. Diese Brücke würde ich... Oh, Spiel! Hallo. Mal zurück, bitte. Wo ist es jetzt? Ach, da hinten. Hammer, geil. Okay, wie machen wir die Kamera? Irgendwie so. Und dann volle Fahrt voraus. Mal 65 und schauen uns das mal so an. Ein ziemlich geiles Fotomotiv. Oh, Scheiße. Halt, Moment. Wir dürfen ja gar nicht fahren. Da ist ja rot. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Okay. Oh, wieder keine Punkte. Ja, ich weiß. Ja, gut. Da machen wir das aus Lokführersicht. Hammer. Nicht wissen, wie es in echt unter der Brücke aussieht. Wenn wir regelmäßig die Dampfloks drüber heizen, das sieht bestimmt schön sauber aus. Ich würde mich hier gerne auf die linke Seite mal hinstellen. Schreibt das aber auf jeden Fall in die Kommentare rein, wie ihr die Strecke denn so findet, wie das auch bei euch so wirkt. Und ob ihr euch die für Trains holen würdet. Oder vielleicht sogar schon habt. Sie ist ja mittlerweile schon ein bisschen draußen. Ich bin ein bisschen spät mit meinem Video. Aber für das war ich eh noch nie der richtige Kanal, dass ich auf Day One die Sachen mir anschaue. Da lasse ich mir Zeit. Und ab und zu noch ganz gut, denn. Wenn es dann Probleme gibt, Day One, dann ist es ganz gut, wenn erstmal ein Patch kommt und man schaut sich da an. Deswegen bin ich auch kein Fan von Vorverkauf und so weiter. Erst warten, bis draußen ist, mal schauen, wie es ist. Patch abwarten und dann gegebenenfalls kaufen. So, und einmal doof herum. Wer hier bei der ganzen Strecke wirklich leiden muss, das ist der Heizer. Konstant bergauf. Boah. Du weißt, was du dann getan hast am Ende des Tages. Oh, 9.13. Das wird knapp. Ach,
Jetzt weiß ich, warum ich da gemeint habe, 20. Ich habe das mit der Kilometermarkierung hier verwechselt. Kilometer 23, 24, 25. Oben die Geschwindigkeiten. Sehr nice. Immer noch mal den erste Klasse Wagen. Ich glaube, wenn ich dann das Video in den Edit reinschicke, werde ich mir auf YouTube mal die Mitfahrt von der Strecke anschauen. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, das in echt dann ist. Und der nächste Tunnel. Lichter im Führerstand wären echt nicht schlecht. Interessant, ne? Strecke auf. Aber auch keine Einfahrt im Moment. Und da ist wieder ein Busch auf der Strecke. Unschön solche Details. Es müsste nicht sein. Aber da haben wir schon sehr viel Schlimmeres auf dem Kanal gesehen. Ach, ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ein bisschen schneller, dankeschön. So, wieder unser letzter Halt in Blumberg Zollhaus. Oha, was steht denn da im Bahnhof? Oha, das müssen wir uns gleich mal im Detail ansehen. So, ich würde sagen, jetzt anhalten. Okay, was steht denn da Schönes? Na? Nein, Spiel. Ja, ich weiß, dass ich dann jetzt die Kamerasteuerung, warte mal. Wo ist denn das Roaming Auto gehen? Ist ja gleich viel einfacher. Ich meine, das ist jetzt eh nur ein Asset, aber schönes Detail. Und da der Wagen und da hinten steht gerade schon die nächste. Ah, das blöde Fenster. Okay. Oha. Ach, das ist überhaupt ein Museum hier. So ein paar Sachen hier draußen rumstehen. Ist ja cool. Solche Details liebe ich, wenn es das auf der Strecke hat. Sehr, sehr geil. Ach, wobei. Ach, sind es generell hier. Wie viel Museum die Wagen? Also fahren die gar nicht mehr? Ja, yeah, okay, da ist auch der Prellbock. Die Sachen fahren nicht mehr.
Ich meine, das ist jetzt nicht großartig ausdetailliert, aber sowas sieht echt schön. Und da wird die Strecke dann weitergehen. Ja, doch, also von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die Strecke. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und mal sehen. Ich werde auf alle Fälle noch ein bisschen mehr Trains machen. Ich habe da noch zwei Strecken in der Pipeline, die ich mal anschauen werde mit euch zusammen und ja, eventuell mal zusammen Multiplayer. Bis dahin, bleibt gesund, gute Fahrt, bis bald, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.